schon wieder. Hier ist der Nacht- und Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1680. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Woran denkt ihr eigentlich bei Mailand? Die meisten denken, so wie ich vielleicht auch, an berühmte, schöne Firmen, die aus Mailand kommen, wie zum Beispiel Valentino, Gucci, Versace, Prada, Armani, Dolce & Gabbana. Aber das ist natürlich nicht alles. Mailand ist die zweitgrößte Stadt Italiens und hat doch eine ganze Menge Einwohner. Wenn ich das jetzt ganz schnell finde, dann kann ich es euch sogar genau sagen. Irgendwas mit 1,2 Millionen, aber der Ballungsraum hat 7,4 Millionen Einwohner und ist der größte Ballungsraum Italiens. Mailand hat 3 Flughäfen, liegt hier infrastrukturmäßig richtig gut an den Ausläufern der Alpen in der Lombardei. So nennt sich diese Region hier, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und Mailand ist natürlich berühmt für seine Kultur- und Kunstschätze. Nicht nur, dass hier Gebäude, die den Status des Weltkulturerbes der UNESCO genießen, stehen. Wunderbare Straßen und Plätze kann man hier anschauen. Und das bei einem recht milden Klima, denn heute waren es so um die 13 Grad Celsius, während wir hier in der Stadt umhergelaufen sind und uns ein paar Sehenswürdigkeiten, aber auch ein paar Geschäfte angeschaut haben. Eins muss man sagen, so schön Mailand ist, so viele Touristen zieht es auch an. Wikipedia selbst schreibt, dass es mehrere Millionen sind. Mein Gefühl ist, dass diese mehrere Millionen gerade jetzt hier in der Vorweihnachtszeit zu Gast sind, denn die Stadt ist knüppelvoll. Es macht keinen Spaß, sich da durchzuschieben durch die Menschenmassen. Das verleidet einem so ein bisschen den Aufenthalt hier. Aber die große Hoffnung ist, dass sich das gegen Sonntag Nachmittag hin bessert, wenn vor allen Dingen die Wochenendtouristen dann wieder verschwunden sind, sodass man dann irgendwo mal durch kann, ohne immer nur zu stehen, zu warten, zu schieben. Ein paar Auswüchse gibt es auch. Hier gibt es eine Bäckerei, die offensichtlich eine supertypische Spezialität herstellt. Und um die Mittagszeit hat sich da heute eine Schlange gebildet, die nicht nur sehr, sehr lang war, sondern auch gleich noch eine ganze Straßenkreuzung blockiert hat, weil die Leute standen da, ich weiß nicht, wie viele hundert Menschen da standen, um durch die kleine Tür irgendwann nach innen zu drängen. Alles mit einem Sicherheitsdienst am Eingang, damit eben die Massen bewältigt werden können. Wir haben es leider nicht geschafft, da mal zu probieren, was die da nun so Leckeres backen. Es war eine Art Bäckerei, wo die Leute standen. Aber vielleicht ist es ja Sonntagabend besser. Und wenn, dann hört ihr es natürlich zuerst, was es da Schönes gab. Wenn man im Ausland unterwegs ist, wie jetzt hier in Italien, dann merkt man erstmal ganz schmerzlich, wie unnütz das eigene iPhone sein kann, weil man ja keine Daten hat. Schnell mal was in Google Maps geguckt, schnell mal was in Wikipedia nachgeschaut. Das alles geht ja nur, wenn das Handy eine Internetverbindung hat. Deswegen mein Tipp an euch, ihr könnt das so machen wie ich, wenn ihr in Italien seid, geht einfach in den nächsten Mobilfunkshop, am besten von der Telekom Italia, weil das hier der größte Anbieter ist mit dem besten Netz. Und dann zahlt man nur wenige Euro für 3 Tage, hat man dann eine Karte, kann sogar kostenlos in Deutschland anrufen im Wert von 5 Euro. Die Minute kostet 20 Cent, das alles ist im Preis enthalten und der liegt bei 10 Euro. Also das lohnt sich auf jeden Fall eher, als das eigene Datenroaming zu aktivieren und dann zu Hause eine richtig dicke Rechnung zu produzieren. Wenn man dann wieder Internet hat, dann funktionieren die tollen Dinge wie Facebook und Google Maps natürlich wie geschnitten Brot, mit dem kleinen Nachteil, dass natürlich der iPhone-Akku wieder schneller leer ist, weil man die Dienste halt dann auch nutzen kann. Ansonsten hat sich heute die Sonne ja den ganzen Tag gehalten und wir haben auch einen Spaziergang durch einen wunderschönen Park durchgenommen und dann einfach ein bisschen mal hingesetzt, ein Stündchen in die Sonne geguckt. Es ist hier frühlingshaft vom Wetter her, obwohl es kurz vor Weihnachten ist, ist einfach eine schöne Entspannung nochmal, bevor es dann ins winterliche Deutschland zurückgeht. Man kann es ja hier dank Spiegel.de und Co. nachvollziehen, wie das Wetter in Deutschland ist und welche Probleme das mit sich bringt. Insofern genießen wir hier noch ein wunderschönes Wochenende und werden dann das Nachtleben von Mailand heute mal ausprobieren. Wie das wird, nach einer kurzen Mittagsruhe, werden wir es erleben und euch dann mitteilen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns dann morgen wieder.